Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Together Terraria. Mein kleiner Gast, den ich hier habe, das ist der Kurios, der langsam mal, hoffentlich langsam mal in die grüne Mannschaft joint. Yo! Ja, genau, so will ich das haben. Aha. Du kannst schon mal irgendwie Sachen abbauen, alles was du findest. Nur keinen Dreck und so, wenn möglich irgendwie. Jo, ich farme ein bisschen Holz. Ja. Ich guck an einer ordentlichen Stelle erstmal, wo wir uns hinsetzen können. Ich habe schon ein bisschen Holz. Guck mal, gehen wir an Spawnpunkt hier, das trägt in der Nähe. Ja, und die erste Parts kommen halt bei dir. Genau, und danach kommen alle Parts bei ihm, beziehungsweise die nächsten Parts kommen dann bei ihm. Wir haben das so eingerichtet, dass jeder irgendwie eine Stunde oder zwei aufnimmt, je nachdem, wie es gerade passt, und dann hochgeladen wird und dann wird wieder neu aufgenommen, wird der andere aufnehmen und sowas. Wir wechseln nicht 15 Minuten Takt, das ist ja viel zu viel Aufwand. Mhm. Schon könnte man eine Stunde aufnehmen und das war's dann mit dem Projekt. Ja. Du kannst es sowieso nicht. Ich bin der absolute Noob in dem Spiel. Ich habe mal einen Pro High-End Charakter gehabt. Das war aber am Anfang im Prinzip noch, am Anfang von Terraria. Habe ich mal so einen High-End Charakter mal gebaut. Und ich habe keine Ahnung, welche Material es dort gibt und ja. Also wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, ihm zu helfen, ohne dass zu sagen, geh Google und Terraria Wiki, dann hilft er ihm am besten. Geh auf seinen Kanal, der ist wahrscheinlich unter der Beschreibung oder irgendwo anders zu sehen. Und dann helft ihm einfach, weil der ist so ein noobiger Noob. Ich weiß, ich bin aufbauend, ne? So, erstmal eine Crafting Box bauen hier. Eine Werkbank. Und da eine Öfchen. Haben wir schon Ofen. Ah. Alles, was mir nicht so gefällt, das Scrolling durch die Herstellungsdinger. Boah, das hatte ich. Wie durch die. Achso, ja, ja, das regt mich immer ein bisschen auf. Die Tür wollte ich craften, genau. Da. Zwei Stück. Eine kommt dahin. Ah. So. Oh, Kupfererz. Was sind Schurigen oder wie ihr seht? Schurigen. Ich kann sie werfen. Ach so, ja, die Wurfsterne. Ja, die Wurfsterne oder eigentlich heißt es Wurfmesser. Nee, Wurfsterne hießen die, oder? Ein Hessen Wurfmesser wäre jo einfaches Messer. Ja. Schneider. Sieht jo wie Stern aus, also. Leute. Blub. Jo, und ich hab halt ein bisschen Schnupfe, aber das verarschen. Boah, Schmiede, Leute, ruf dich ständig irgendjemand an, ey, kriegst du die Kotze. Zum Glück habe ich sofort die Werbeagentur. Ja, so, jetzt zum Glück habe ich mein Telefon auf lautlos. Und gehen die dran. Wenn sie ein Abo bestellen wollen, wo sie ein Bildchen kriegen und 5000 Euro im Monat bezahlen wollen, dann sagen sie jetzt ja. Nein. Okay, sie haben ja gesagt. Ja, so ungefähr. Jetzt kommt es so plupp zum. Die musst du kaputt machen, da ist Kleber drin. Den Kleber braucht man, um Fackeln herzustellen. Huh, 4. Super 8. Oh, du, ich würde dann mal zu unserem Haus gehen. Ich würde dann mal zu unserem Haus gehen, das wird dunkel. Okay. Der Mann mit den grünen Schuhen kommt. Übrigens, Leute, das Feed kann man auch sozusagen einen Meter umrechnen. Für die Leute, die es nicht wissen. Ein Feed entspricht ungefähr einem Meter. Habe ich mal irgendwie gelesen. Aber es ist immer so stimmt, weiß ich nicht. Na, nicht ganz, es klappt 1,3 Meter. Ja, ungefähr eine Meter. Da hast du schon, ja, so. Könnt ihr also, wie natürlich sagen, ja, yeah, ist immer mehr oder weniger. Nein, es sind ein Meter. Wir runden einfach mal ab auf ein Meter jetzt. Denn ich sag mal gerne mal, guck mal, du bist ein Meter von mir entfernt oder 200 Meter von mir entfernt, nicht immer Feet oder Füße. Fuß. Ja, Feet heißt ja übersetzt Fuß. Frage, warum brauchen wir hier so Hinterwand?
da das eine Hinterwand ist, damit es gut aussieht und nicht scheiße aussieht. Bis ich das mal hinkriege, dann Hotbar entriegelt. Okay, was soll das lesen? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Achso, ja, da ist die komische Bank. So, erstmal. Sortiere gerade ein bisschen mein Inventar. Mach mir so komischer Hammer. Hast du Hammer machst du gerade oder was? Ja. Hast du schon Eisen? Nö, Holz. Ein Holzhammer, gibt's das? Ja. So. Guck. Jo. Ja, toll. Und ich sie reparieren jetzt oder was? Ja, du bist ja ein Spaß. Warum? Ja. Scheiße, jetzt habe ich auf den Truff was gesetzt. Ich belasse zutiefst. Oh Mann. Eine Eiche. Überhaupt nicht pervers. Er hat Eiche gesagt. Du hast das Spiel ja schon mal angefangen zu Let's Playen, glaube ich, ne? Ja. Hast du hochgeladen? Ja, 4 Parts. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, weil ich es nicht kapiert habe. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Warum kann ich hier keine Fackel setzen? Ach doch. Gleich 2 Stück. Du kannst ja mal Steinwände runterbringen, wenn du Stein schon hast. Aber nicht gerade 4-5 Blöcke. Ja gut. Am nächsten Morgen gehe ich erstmal ein bisschen in die Mine. Gell, hier gibt's Astränke und so. Natürlich gibt's viel. Dafür hat Minecraft, würde ich sagen, mehr oder weniger sogar abgeguckt, die ganzen Potions. Nur hier gibt's so einiges mehr Potions. Hier gibt's eine Fliegen Potion, da kannst du durch die Gegend fliegen, so eine Gravitation. Richtig geil. Ich drücke mal kurz F9. So. Was wirkt F9? Mit F9 kann man die Helligkeiten, sind die Farbeneinstellungen verändern. Ah. Guck mal, vielleicht ist noch ein bisschen schlauer und mach das noch so ein bisschen binetter. So. Zack. Ey, du wolltest gerade Wand hinstelle. Ja, du machst wieder weg. Ne, hier oben machen wir alles Stein, würde ich sagen. So fliegt der Auge rum. Nein, wir werden sterben. Oh. Mit dem Nahkampfstachel. Ich finde den einfach nur geil, das Anfangsschwert. Los, ich mach sie platt. Oh. Ich habe einen Grabstein. Du packst das. Toll, schon klein der erste Volk gestorben. Komm runter, scheiß Miststück. Soll ich hier Minen machen oder was? Nein, da kommt der Keller hinterher. Haha! Ah, ich hab doch ein bisschen Mehlstein. Nicht unten auslegen, dann gib mir den gleich erstmal. Wie mache ich das? Einfach Inventar gehen, rausziehen. Ja, mit Rechtsklick. Danke. Ich kenne nur die ganze Steuerung in dem Spiel. Am Anfang habe ich auch so mein Problem mit, aber ich wusste damals noch nicht mal, wenn man hüpft. Denkt man so, hä, wie kann man denn hüpfen in diesem Scheißspiel? Oh, toll. Mit Leertaste.
Könntet ihr die Türe vernichten? Beim roten Mond, wenn roter Mond kommt, dann sind die extra extrem, da können sie es ja. Aber sonst nicht. Okay. Aber da können sie auch nur öffnen und nicht vernichten. Okay, ich würde sagen, das macht eigentlich keinen Unterschied. Angreifen können sie uns dann. Ja. Macht die immer Geräusch. Der Indie-Klassiker von Steam. Terraria? Mhm. Du bist auch kein Stein mehr, toll. Ich würde sagen, wir müssen warten, bis es Tag wird. Gibt es hier auch so Bette oder sowas? Mhm, aber die machen nicht Tag und Nacht, damit kann man bloß zum Spawn setzen. Sozusagen sein Haus setzen. Toll. Aber Tag und Nacht kann man nicht überspringen. Nicht. Nee, also die nicht. Nacht. Das ist noch ein Manko in diesem Spiel. Ja, es erinnert mich an Minecraft in der Alpha-Version. Das ist schon gut, dass man dann im Wasser die Fackel ausgeht. Mhm. Holzfeine. Vor allem ist es auch geil, dass du die Fackel in der Hand halten kannst und leuchtest. Es gibt aber auch Fackeln für Unterwasser, die nennen sich Glowsticks. Ja, die kenne ich. Die kann man dann so runterfallen lassen. Kein Leben mehr. Ich? Ne, ich. So, ja, 30. Ja, das ist ein bisschen. Ich bin oben. Yay. Wie öffnet man die Tür? Wenn ich das rausgefunden hat, hat das hier schon gedauert. Ja? Das ist euer ganzes Problem. Komm, ihr könntet doch so Durchgang bauen, die Wasserhöhle. Oder? Au, 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 au. Ausgesperrt. Soll ich doch so Durchgang bauen? Muss nicht unbedingt sein, aber kannst du machen. Wir müssen sowieso am Ende irgendwo ganz da unten graben, um in die Hölle zu kommen. Mach so Holzdinger, wäre schon, wo man die Dudo gemacht hat. Holzplatten dann. Ich glaube, du musst ja alle vier setzen, oder alle fünf. Du, das kannst du mich nicht vor. Ja, ich weiß es gerade selber nicht mehr. Das Geile ist, in diesem Spiel regeneriert man ein Leben auch ohne Essen, ja. Und das Wasser hatte viel bessere Physik. Koeos wurde hier von einem Auge gebumst. Ich bin einfach das Schweinchen, müsst euch dran gewöhnen, Leute. Also ich schreibe diese gedruckten Kommentare. Guck mal, da läuft einer. Guck mal, da läuft einer. Wer ist das? Zombies. Und Logan, unser Guide, läuft da. Das ist nicht gut. Ich hab das nie verstanden, was die bringen solle. Mit NPCs kannst du handeln, dich heilen lassen. Und Logan kann dir Crafting-Beispiele geben, was du mit einem bestimmten Item craften kannst. Weil du hast ja so viele Crafting-Möglichkeiten, dass Logan dir das zeigen kann. Ich mach da ohne grad so Wasser, also oh, so... Logan was slain. Oh. So Lufthülle. Braucht man nicht, warte mal, ich baue das Wasser gleich mal ab. Es gibt in Terraria eine Pumpe. Das ist eine Art Bug. Wenn sie den Bug noch nicht gefixt haben, kann ich gleich die Pumpe machen, warte.
diese Versuche da hochzukommen. Gucken, ob's geht. Lol. Nein, geht nicht mehr, oder geht das jetzt aber der weg? Ach man, früher konnte man immer das Wasser so wegmachen. Wow, ich ertrinke gerade. Warte, genau, wenn man vielleicht gleich nochmal zubaut, eventuell. Ah. Noch mehr zubaut. Meine Stimme versagt. Ne, jetzt muss Wegbau, vielleicht geht's dann. Nee, haben sie gefixt den Bug, scheiße. Früher konnte man in der 1.1.0.6 oder das meine ich, da konnte man noch mit Tür im Wasser abpumpen, richtig geil. Welcher Version ist das jetzt? Das ist die 1.1.2, die Watch, die neueste. Und wenn ein neues Update rauskommt, müssen wir das alte noch behalten, weil unser Server läuft nur auf 1.1.2. Dann läuft mal mein PC zu Hause, mal meine Internetverbindung, und so ein Server für Maschi mussten sie erstmal schreiben. Aber meins updatet automatisch. Ja, kann man ausschalten, automatische Updates. Jo, warum funkelt eigentlich die Erde so? Was es kann? Es wird hart. Yeah, ich geh's farmen. Ich will mein Grabstein. Lies mal, was draufsteht. Mit Rechtsklick. Och man, du hast lesen. Kojes wurde hier von einem Auge gepostet. Habe ich eine schöne Fantasie? Du denk mal klein was positiv. Auf jeden Fall. Nein. Wenigstens so schön. Hier, der andere war, der will sich jetzt einen Großhandbrenner kaufen. Ja. Der Max da, mit dem ich sonst immer Terraria spiele, so nebenbei. So, will ich mal eigentlich auch holen. Ja, ich meine, damit hört man sich nicht mehr so nasig an und alles, ne? Ist T-Bone S irgendwas 440. Nee, ich komme ja keinen großen Brand, ich hab kein Geld, ich hab mein letztes Geld für Handy ausgegeben. Das kostet 89 Euro bei Thomann. Für 3.0 oder wie schließt das Ding an? Wie schließt man das Ding am Computer an? Mit so einem komischen USB-Dings. 3.0 bestimmt, ne? Ne, 2.0? Weiß ich nicht, das ist nochmal ein anderer Anschluss. Aha. Ah, ich weiß, was für ein Anschluss das meinst. So, viereckig ja mit ob es so einer Rundkurve. Ich weiß gar nicht, wie ja, der heißt. Ja, der heißt Firewire. Nochmal? Firewire heißt der Anschluss. Genau, Firewire. Das ist ein extra Tonanschluss für alle möglichen Ton. Alle, die mit Ton und sowas zu tun haben, das ist ja. Das Ding hat eine super gute Übertragungsrate und eine richtig geile Qualität. Und halt, du hast noch Popschutz dabei, halt Spuckschutz, Popschutz. Ding. was ist denn da noch dabei? So Ständer. Du hast Ständer gesagt. Oh, unwitzig.